Maurice, ich wünsche dir viel Erfolg. Ich habe heute natürlich bei Tilo mit reingesehen in den Stream. Das sind absolut geile Karten. In jeder Box ein Autogramm. Und für mich jetzt auch die erste Box, die ich auspacke von der neuen Serie. Und das ist immer was Besonderes. So neue Serien auszupacken ist halt einfach immer das geilste Gefühl. So. War schon Pick Your Team? Ne, King of Spades machen wir nach. Also wir haben jetzt zwei Personals, danach Pick Your Team. Gibt es schon Theorien? Linke Seite Autogramm, rechte Seite Low-Numbered? So. Wir gehen rein. Viel Erfolg an den Ruhrpottler, an den Ruhrpott 95, an den Maurice. Erstes Pack und da sind sechs Karten drin. Das Pack ist schon so dick. Da hat Tilo wahrscheinlich auch direkt recht, dass die normalen Top-Loader nicht ausreichen werden. Ich werde es ausprobieren. Wir starten mit einem Erling Haaland. Ich sage euch ehrlich, durch die Kamera sind die Karten schon geil, aber wenn ich mir die Karte so angucke, direkt ein Erling Haaland, dann passen die hier wirklich nicht rein. Also ist zwar jetzt minimal vielleicht, keine Ahnung, ich nehme lieber auch die Card Saver. Zack. So. Dann Kevin Trapp, Niklas Dorsch, Branimir Hrgota. Dann haben wir Genki Haraguchi. Und die erste Refractor von Sydney Rebiger. Der Kollege hat auch unterschrieben für Leipzig. Leipzig war, glaube ich, die Checklist habe ich in den letzten Tagen auswendig gelernt. Kevin Kampel hat noch unterschrieben, glaube ich, von Leipzig. Und André Silva. Da kommt die erste mit den Begriffen. Ich glaube, das war eine Wave, ne? Lucas Hernandez. Franks von Wolfsburg. Auch ein geiles Bild hier. Auch ein geiles Bild, ne? Simon Zoller, es ist ja das erste Jahr. Es ist ja das erste Jahr von Bundesliga Stadium Club Chrome, also Bundesliga. Es gab ja immer nur Champions League. Champions League gibt es auch noch in den nächsten Wochen und Monaten. Und dieses Bild von Zoller ist halt auch schon richtig geil. Dann haben wir Kone von Gladbach. Den kann man mal sleeven. Dann haben wir Onisivo und das ist die erste. Einfach nur Orange Wave, ne? Müsste das sein. Von Franks. Dann Vincenzo Grifo. Dani Olmo. Jan Thielmann. Ich hoffe, wir kriegen noch Modest. Modest, auch so ein geiles Bild. Stefan Ortega. Hinkapi. Und das ist die erste, das ist, ich glaube, das ist Ball Artist, die erste Insert. Also nach der Wave und nach der Refractor ist es jetzt hier Maximilian Philipp von Wolfsburg. Zwei Wölfe als Hit quasi oder als Insert. Das Design ist brutal, safe. Eine sehr, sehr schöne Serie. Youssoufa Moukoko wird auch gesleeved. Even Ndicka. Reese Oxford. Leveling. Avonji, auch ein geiles Bild. Auch wenn es jetzt Union Berlin ist, muss man einfach sagen, es ist eine absolut geile. Hier der Torjubel. Und halt eine geile Karte, ne? Avonji. Und dahinter ist es ein Reese Oxford als Refractor. Das sah bei Tilo schon so clean aus, ne?
Aber das ist ja. Also was Tops hier gemacht hat mit der Stadium Club Chrome, das ist schon. Ja, schon ordentlich. Und guten Abend, Marina. Marina, das ist jetzt die erste Box. Wir haben ein bisschen Zeit vertrödelt. Die erste Stadium Club Chrome Box, Marina, die wir auspacken. Was zahlt man für so eine Box? 135, 140 und ich denke mal bei Tops wird die auch so ungefähr kosten. Und da kommt, glaube ich, eine goldene. Und die wird in, ja, so 150, 160 wird die, denke ich mal, auch anpeilen. Riemann, Sosa, Robin Zentner. Dann haben wir eine Refractor und dahinter. Zu 25 Jude Bellingham. Zu 25 Jude Bellingham. Ruhrpott, Junge. Let's go. Da kommt Tilo richtig. Let's go. Erste Box Jude Bellingham. Als das ist diese. Hier diese Insert. Wie heißen die? Golden Pommel. Hier. Golden Pommel Gedönse da. Let's go. Ruhrpott, mein Junge. Geiles Teil, Mann. Geiles Teil. Ist die zu 25? Ja, 14 von 25. Tilo kommt in den Stream. Zack, kommt Bellingham. Tilo hatte vorhin in seinem Stream Bellingham als Autogramm gezogen. Das heißt, wir müssen heute nachziehen mit Erling Haaland. Und dann auch noch die Refractor von St. Just. Bing Bong. Merkst du selber, ne? Ja, Tilo, du solltest hier. Geh mal nochmal raus aus dem Stream, komm nochmal wieder und dann kriegen wir Haaland. Echt so. Kaum kommt Tilo, macht's Bing Bong. Gio Reyna. Konrad Leimer in seinem Kart. Der Dejan. Fabian Klose, auch ein geiles Bild. David Raum. Und das ist die Even and Dicker als Green. Ist das grün? Green Wave. Und das ist gelb. Gelb, grün, alles. Okay, ciao. Gleich kommt Tilo wieder und dann kommt Autogramm. Autogramm von Erling. Joe Scully, Niederlechner haben wir hier unterschlagen. Thomas Müller auch. Das auch. Der Fahnenschwenker Thomas. Thomas Müller, war die nummeriert? Die war nicht nummeriert. Ne. Duziak, Geraldo Becker mit seinem Fahrrad hier, ne? Union Berlin. Und dahinter ist es Ömer Beyaz von VfB Stuttgart. Als normale Insert, das ist wieder hier diese Golden Promises. Genauso wie Jude Bellingham. Zack. Ricardo Pepi, der hat auch unterschrieben. Kevin Prinz, fällt euch was auf? Wir haben jetzt die erste Hälfte ist fast rum. Und wir haben eine Hertha-Karte gezogen bis jetzt. Und moin Ronny, was geht? Die erste Hertha-Karte, Kevin Prinz Boateng. Karl Lajzic, Niakate, Linerunner von Mbabu. Und das ist die gelb. Grüne Electrical-Karte von Moussa Niakate und die ist nummeriert zu 75. Alter Falter. Leute, ich bin kein Mainz-Fan, aber dieses Design. Hertha, kein Mensch will Hertha-Karten, Sebastian. Raus mit dir hier. Und Line Runners von Kevin Mbabu.
Nils Petersen, Lukas N. Mecher. Hier, da habe ich mich auch vorhin gewundert. Die habe ich bei Thilo auch schon gesehen. Also ich weiß nicht, was die mit dem Wasserstrahl da... Das sieht irgendwie ganz, ganz komisch aus. Dann Flo Neuhaus. Und dann kommt eine Kevin Prince Boateng. Zu 299 Ruhrpott. Da müssen wir uns unterhalten. Da sehe ich mich bei dem Rainbow von Kevin Prince Boateng. Wenn alles... Die sind ja alle, also alle Numbers sind ja dann wahrscheinlich so aufgebaut. Grün, gelb, alles. Und der, den Rainbow von Prince Boateng da oben zu machen, wäre schon cool. Coach Boateng, so sieht's aus. Boateng hat die Aufstellung gemacht. Marco Reus, Emil Forsberg, Udo Kai, Nielsen, Max Kruse und es ist die Jonathan Schmid Autogrammkarte Line Runner von Freiburg. Die ist zu 70. Jonathan Schmid, Freiburg. Was sagst du, Ruhrpott? So, jetzt Jamal Musiala Refractor. Oder kommt eine. Ist es nur eine Insert oder ist es. Ist es eine Numbered-Karte? Grillitsch. Und das ist Vincenzo Grifo. Ne, das ist nur die normale Insert. Ballartist. Von Vincenzo Grifo, der auch unterschrieben hat in der Serie. Guten Abend, moin André. Danach kann sich dann bereit warm halten der Benjamin, der Commander Hawks. Und dann gehen wir rein ins Pick Your Team. Manuel Pritel, Dominik Kor und die Electrical, die Green Electrical von, und die ist Number zu 175 von Jamie Leveling, Greuther Fürth. Kann da noch ein Autogramm drin sein? Wenn es eine Errorbox der Vergeltung ist, dann könnte theoretisch noch ein Autogramm drin sein, aber eigentlich nicht, ne. Ein Autogramm pro Box. Fonzie Davis. Makoto Hasebe. Daniel Caligiuri. Amos Pieper. Marvin Friedrich. 299. Kevin Trapp. So, wie viele Numbers sind es bis jetzt? 1, 2, 3, 4,
4. Nee, 5, 6. Schmied und Bellingham noch. Thilo hatte immer 7, ne? Ich glaube, Thilo hatte immer 7. Nur der HSV. Der HSV. Bist du gerade da, wo ich denke, dass du da bist, Wonka? Da ist er, Jürgen Ekelenkamp. Der dritte Hertaner aus der Box. Flo Wötz. Und die Stefan Ortega, die ist zu 75 Arminia Bielefeld und das ist die siebte Number. In der Regel 6 bis 8 ist die Quote gewesen. Okay, dann Daumen drücken, dass du noch eine 8 kriegst. Nee, war ich gestern. Palacios, André Silva, Asano, Legendo, Kevin Vogt und die Julian Green als Refractor. Wenn die einmal so seitlich hakt, ne? Zwei noch. Bei Tilo war das maximalste 9, okay? Dann Daumen drücken, dass du jetzt noch 2 kriegst. Jude Bellingham als Base hattest du noch nicht mitgenommen. Benz Baini, Skiri, Lasme. Da könnte. Ne, es ist nur die normale Ball Artist Karte von Kevin Campbell, der auch mit unterschrieben hat in der Stadium Club. Letztes Pack, Ruhrpott. Kampelampel. Manuel Neuer. Und da kriegst du nochmal eine Number. Eine pinke. Und Marton. Marton, 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 Dardai. Robin Knoche und das ist die Robert Lewandowski. Und die sieht so, als wäre die, keine Ahnung. Die sieht so wunderschön aus. Weil das Design ist auch einfach perfekt. Guckt euch das an hier. Da siehst du jeden Staubkorn drauf. Die ist nummeriert zu 299.